Hallo und herzlich willkommen im Steinekeller. Ich bin der Tobi und kann euch gleich heute zu einem neuen Format begrüßen. Die Steinekeller Infobox, die eignet sich perfekt, um über Benachrichtigungen, Berichterstattungen, Interviews, Gespräche hier die darstellen zu können. Denn wie ihr seht, seht ihr nichts, also perfekt, copperfreundlich, da muss man nichts machen. Das ist nämlich nur eine weiße Wand. Ja, das interessiert eigentlich keine Sau. Außer vielleicht ein Maler, und wenn der Maler Kinder beschäftigt, dann wird's schwierig. Der Steinekeller unterstützt keine Kinderarbeit. Bei uns bauen nur Erwachsene. So viel zu Erwachsenen. Zwei erwachsene Kinder, sprich der Ben von der LED- und Lego-Schmiede Brick Ben und meine Wenigkeit, waren auf dem Stuttgarter Messeherbst. Und ganz genau waren wir da am Wochenende vom 23. auf den 24. und den 24. November diesen Jahres 2019 und haben hauptsächlich da die Schwabenstein 2019 besucht. Hochinteressant. Also nicht nur, dass wir super Modelle gesehen haben, sondern wir haben auch interessante Gespräche geführt, tolle Leute getroffen. Unter anderem sind die Geier bei uns vorbeigeflogen, also Bricktendo und Ben Bricks. An dieser Stelle schöne Grüße an Jan und Ben. Und ja, an dieser Stelle möchte ich auch noch einen Gruß vorweg schicken, und zwar an den Martin von der Tolle Afol. Weil wir haben da interessante Dinge gesehen, da musste ich sofort an dich denken, Martin, aber das wirst du dann auch nachher noch sehen. Ja, ich will jetzt hier eigentlich gar nicht groß rumschwafeln, sondern wir gucken uns erst einmal jetzt ein bisschen auf der Messe um. Ich übergebe an meine selbst in die Vergangenheit und viel Spaß dabei, wir hören uns nachher wieder. Thank you.
So, hallo und herzlich willkommen im Steinekeller. Ich bin der Tobi. Ich bin der Ben. Ja, und wir sind heute mal ganz woanders. Hintenrum sieht man schon ein Bierschild. Ja, das heißt aber nicht, dass wir gleich, dass wir gleich ein Bier trinken gehen, aber es wäre auch lustig. Wir sind hier mitten im Messegelände von Stuttgart. Und zwar sind wir extra hierher gekommen wegen der Schwabenstein. Die und findet in der Halle 1 statt, hier in Stuttgart auf der Messe. Auf der Galerie. Auf der Galerie, ja. Der Halle 1. Der Rest ist alles Mögliche. Da gibt es natürlich auch für Modellbau wieder Fachbereiche. Da wollen wir uns auch noch ein bisschen umgucken, um natürlich für die Beleuchtungsszenerie mal gucken, was wir genau da noch so anrollen können. Haben schon mal den ersten Rundgang durchgeschafft und haben interessante Sachen auch gefunden. Auch beleuchtungstechnisch, was man so alles noch machen kann, wo wir uns noch verbessern können. Wir werden ein paar Highlights dann zeigen, aber jetzt gehen wir erstmal wieder auf die Messe. Bis später. Ciao. So, mal ein kleiner Rundumblick über das gesamte Gelände. Alles mit dabei, selbst der Ben ist dabei. Eigentlich eine große Fläche. Und es, auch wenn es vielleicht hier jetzt nicht so aussieht, es ist sehr viel los. Also innen drin in den Hallen, es ist nicht nur warm, es ist auch sehr verstopft mit Menschen. Darum sind wir jetzt hier draußen, wir tun gerade mal ein bisschen frische Luft schnappen, das tut gut. Das tut sehr gut, ja. So, Halle 10 ist voraus. Nicht mehr lang, die Menschenmassen werden immer dichter. So, mittendrin statt nur dabei. Ich muss aufpassen, dass ich ihn Ben nicht verliere. Das bin ich erledigt, ich bin so klein. Schaut euch mal den Riesen an. Da kann ich ja auf die Schulter gehen, dann habe ich dann. Das ist ja. Jetzt komm, alter Mann. Halle 10. Beim Geldautomat, perfekt. Brauchen wir nicht. So. Ben, geh vor. Das ist die klassische Modelleisenbahn. Und wie man es kennt bei klassischen Modelleisenbahnen, mit Licht. Wir haben Halle 10 hinter uns. Dein Fazit? Mein Fazit von Halle 10 war ja nett zum Angucken für Leute von Eisenbahnfreunden, aber leider nicht für die Komponenten, die wir suchen. Jo. Tut mir leid. Das Gemeine ist, vom Halle 10 müssen wir jetzt zurück am Anfang. Bis Halle 1. Über das gesamte Gelände. Das haben die perfekt gemacht. Wir sollen uns gesund bewegen. Oh. Wir sehen scheiße aus. Fertig. Also wer mich jetzt noch verstehen kann, der ist sehr gut. Das ist ja abartig. Ich fühle mich hier wie kurz vor, keine Ahnung, Black Friday, Weihnachten, Ostern, alles zusammen. So,
Wir begeben uns auf die Rolltreppe. Jetzt sind wir hier im Ruhebereich. Und es ist nicht ruhig. Es ist nicht ruhig. Nein, wir sind hier im Ruhebereich. Da geht's lang. Dauert noch, aber irgendwann kommen wir an. Wir sind schon Halle 6. Das Ziel vor Augen. Halle 1 ist da. Drüben. Etwas nicht ganz Alltägliches, aber ich finde das hochinteressant. Und ich glaube, da gibt es einige, denen das auch gefallen wird. Lieber Martin, diese Serie musst du dir unbedingt holen. Das gibt's nur einmal. Aber das passt zu den Friedhöfen, die du hast.
unglaublich, aber wahr, wir haben einen Print gefunden. Einen Print auf einem Lego-Set. Für diesen Baum. Der nicht scharf wird. So ein Kack. Klassik. Und noch ein Print. Da ist er. Ben zeigt mir hier gerade ein Dach, auch mit Print, nicht geklebt. Unglaublich, das ist ja Schlaraffenland. Es hört nicht auf, dass dahinter ist auch ein Print. Das ist alles nicht geklebt, sondern bedruckt. In einem anderen Set, ich glaube, da hinten sieht man es auch. Das ist auch ein Print und kein Aufkleber. Das ist fantastisch. So, das ist das Wort zum Samstag. Wir sehen noch beschissener aus als vorher. Und wie fühlst du dich? Ausgepowert. Durchaus ausgepowert. Beine tun weh, Kopf tut weh. Viel alles gesehen, viel erlebt, viele Gespräche geführt. Wackeldackel. Wackeldackel. Ich hoffe, wir finden unser Auto. Irgendwo in dem Parkhaus ist unser Auto. Und wir sehen uns morgen. Wackeldackel. Tschüss. Ciao. So, wir sind hier jetzt immer noch am Bosch Parkhaus und suchen hier verzweifelt unser Auto. Wo ist mein Auto? Wer sich für Kunst interessiert oder auch was von Kunst versteht oder noch etwas dazulernen möchte, der ist bei Andreas an der richtigen Stelle. Wenn er einen Legostein in die Hand nimmt, um daraus irgendetwas zu bauen, dann kommt er nicht unbedingt nur ein Haus, ein Schiff oder ein Auto heraus, sondern es werden Kunstwerke erschaffen. Und da muss man sich wirklich mit diesen Kunstwerken näher auseinandersetzen. Das ist sehr, sehr tiefgreifend, was man eigentlich aus Legosteinen eigentlich alles erschaffen kann. Und der Andreas macht das einfach mit Bravour. Wenn es blinken und leuchten soll, dann ist man beim Alexander am besten aufgehoben. Er ist der Fachmann, um eben das Licht in das Modell zu bringen. Ben und Alexander haben sich da bestens verstanden. Alexander hat jetzt auch schon ein Buch herausgebracht, um eben die Grundlagen näher zu bringen, wie man so Beleuchtungen in Modelle setzen kann. Ich denke mal, spaßeshalber habe ich das schon gesagt, dass Ben und Alexander demnächst ein nächstes Buch gemeinsam rausbringen werden. Aber ja, unterhaltet euch mit dem Alex mal, wenn ihr auf so einer Messe seid oder wenn er auf der Messe anwesend ist. Hochinteressant, was man alles machen kann. Einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Sehr oft geht man ja nur auf die Großmodelle auf solchen Messen ein und die normalen und kleineren Modelle stehen manchmal buchstäblich im Schatten dieser Modelle. Frank hat uns eigentlich gezeigt, dass auch ganz normale Modelle
die im Modularstil erschaffen sind oder auch zu diesen ganz normalen Modularhäusern passen von der Größe her, sehr, sehr viel Detailreichtum aufweisen und genauso interessant sein können wie die großen Modelle. Man muss sich nur halt mal auch die Zeit nehmen, sich mit denjenigen Erschaffern dieser Modelle in Verbindung setzen, sich mal das Modell dann genauer angucken und man findet einen Detailreichtum, den es genauso auch bei großen Modellen gibt, nur halt im viel, viel kleineren Maßstab, was ich eigentlich auch sehr, sehr interessant finde, weil das auch meine Herangehensweise ist, dass auch in den ganz normalen Modellen viel, viel Detailreichtum zu sehen ist. Und Frank hat das mit sehr, sehr viel Liebe in seinem Modell der Kirche auch umgesetzt. Yeah. Oh, na toll! Oh. Ja, sind nicht schadenfroh. Nein. Moment. Sind da auch nicht alle ganz dicht? Thomas hat uns die Möglichkeit eröffnet, einmal die Blickseite zu wechseln, buchstäblich und natürlich auch sinnbildlich. Wir durften nämlich mal hinter den Tisch der Aussteller gucken und dort nicht nur interessante neue Details sehen, sondern auch einmal die Sichtweise eines Ausstellers sehen, die manchmal ganz schön schwierig ist. Also für meine Begriffe muss man wirklich manchmal ja sehr, sehr viel Geduld mitbringen, wenn man sieht, wie eigentlich mit den anderen Modellen, die da vorne ausgestellt sind, umgegangen wird. Es sind ja nicht nur buchstäbliche Wertgegenstände, die da vorne ausgestellt sind, sondern auch sehr viele immaterielle Werte, die unbezahlbar sind. Und wenn man dann sieht, wie manche gedankenlos damit umgehen, indem sie entweder Figuren umsetzen, Autos verschieben, Bäume ausreißen, Lampen umknicken und so weiter und so fort, dann ist das natürlich schade. In dieser Hinsicht möchte ich alle bitten, die sich solche Modelle angucken oder die sich vielleicht darüber beugen, bitte gebt Obacht, seid vorsichtig damit. Rücksichtsnahme ist hier an erster Stelle geboten, weil das sind wirklich wahre Schätze. Der Uli ist der perfekte Dienstleister für alle AFOLs. Auf der Messe sind wir mehrfach an seinen Stand und zu seinem Team hingegangen und haben uns da auch kräftig bedient. Denn der Uli macht etwas ganz Besonderes.
Der tut nämlich Lego-Steine individualisieren. Wie zum Beispiel den hier. Der graviert in ganz normale Lego-Steine nach euren Wünschen, nach euren Plänen einen Namen ein. Oder es gibt dort auch verchromte Lego-Steine als Schlüsselanhänger mit Namen drauf. Wunderbar gemacht. Könnt ihr dann auch gleich dabei zugucken, wenn ihr das herstellt. Und wem das noch nicht genug ist, der kann sich sogar nach seinen Vorstellungen etwas bedrucken lassen. Kein Aufkleber. Nein, man kann sich da auch speziell für seine Stadt das, was man haben möchte, bedrucken lassen. Und eine Kostprobe kriegt man auch gleich mit. Zum Beispiel habe ich hier mir was mitgenommen für eine Baustelle und nochmal für eine Baustelle. Das ist alles individuell bedruckt. Und genau sowas brauchen wir. An dieser Stelle herzlichen Dank an den Uli und sein Team. Sowas ist einmalig, das ist individuell. Und wer die Möglichkeit hat, nutzt die Dienstleistung vom Uli. Passt perfekt. Fazit an dieser Stelle ist, so ein Messebesuch ist einfach klasse. Man lernt so viel Neues dazu. Also nicht nur, dass man neue Sachen sieht oder Personen kennenlernt, sondern auch, ja, man lernt wirklich dazu, wenn man sich mit den Menschen in Verbindung setzt, sich ihre Geschichten anhört und auch die Geschichten, die hinter den Modellen stecken, anhört. Das ist ein unvergleichbares und nicht zu ersetzendes Gut, das man da sich mitnimmt. Man hat wirklich was fürs Leben. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch alle bitten, die auf so einer Messe sind, wie schon angesprochen, geht respektvoll um, seid vorsichtig, weil es sind wirklich tolle Sachen, die da stehen, die sollten nicht kaputt gehen und man sollte da mit Rücksicht auch dran gehen. Das ist nicht nur einfach Spielzeug, sondern das ist Kunst, das ist wirkliche Modellbauleidenschaft, die dahinter steht. Und wenn ihr mal mit den Ausstellern oder mit dem Modellbauer in Kontakt tretet, dann seht ihr das in den Augen. Dieses Leuchten, dieses Funkeln, wirklich die Leidenschaft, die dahinter steht. Und die sollte dann auch gewürdigt werden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao.